Ich gehöre schon zur ursprünglichen Besetzung mit, die wir 2014 mal gestartet hatten. Ich bin klassisch ausgebildeter Sänger, das ist so meine Besonderheit in der Band. Das heißt, ich komme eigentlich aus dem Bereich Oper, Oratorium, Lied, so ganz andere Richtungen. Ich habe in meinem Leben vorher nie was mit Metal am Hut gehabt, was auch ganz lustig ist, so in der ganzen Entwicklung. Und bin über eine Bekannte, durch Zufall über eine Anzeige zu Jörn geraten, der halt damals klassische Sänger gesucht hat oder einen klassischen Bariton ganz konkret. Das ist mein Stimmfach. Ich kenne Thorsten schon sehr lange. Der hatte mich gefragt, ob ich Lust hätte auf das Projekt. Wir haben zusammen studiert und haben auch schon damals während des Studiums viel zusammen Musik gemacht. Und ich kenne mich bisher eigentlich so nur im klassischen Bereich eher aus. Und es ist für mich ganz neu, eben die Szene. Aber ich finde es total aufregend und es macht mir richtig viel Spaß. Ja, ich habe damals auch im Background-Chor gesungen bei der ersten Platte sozusagen. Ach, wirklich, wie geil. Ja. Das hat mir damals auch schon total viel Spaß gemacht und ich bin echt ein richtiger Fan von der Musik. Also es hat mich echt von Anfang an berührt, also die Songs, die er schreibt und ja, die Musik, also finde ich schon echt sehr ansprechend. Ist noch gar nicht so lange her, dass ich zu Neopera gekommen bin. So Anfang des Jahres, so dieser ganz klassische Weg über eine Anzeige im Internet, das Ganze gesehen. Natürlich mit den zwei Alben, die sie haben, hat man halt auch schon massig Material, was man sich anhören kann. Und ja, angerufen. Und dann trifft man sich und leider kam dann Corona dazwischen, aber wir haben ja trotzdem zügig es dann ins Studio geschafft. Also es ist alles super gelaufen. Ja, ganz lustig. Nino hat sich bei mir auf Instagram gemeldet. Da war ich gerade im Urlaub und er meinte, hey, ich sehe, du kommst aus Hamburg, hast du nicht Bock? Und dann habe ich ihn einmal getroffen und die Band habe ich tatsächlich erst beim Videodreh dann kennengelernt. Ja. Also es war halt so, dass Thorsten hatte irgendwann, ich glaube, im Januar irgendwo meine Anzeige geschaltet und ich war halt da auf der Suche, weil ich halt mal wieder irgendwie anfangen wollte. Und da habe ich mich dann drauf gemeldet und haben wir irgendwie einen Monat hin und her geschrieben, ein paar Mal telefoniert, weil das halt alles noch nicht so alles durchgeplant war. Und dann haben wir uns irgendwann bei Jörn getroffen, haben da irgendwie 3 Stunden irgendwie geredet und seitdem bin ich dabei. Das muss ich auch Thorsten verdanken, weil Thorsten immer wieder auf mich zugekommen ist und sagte, ach komm, Jörn, irgendwie Neopera, irgendwie. Das wäre so geil, wenn man das wieder starten könnte. Gibt es da nicht irgendeine Möglichkeit? Und wie gesagt, ich brauchte lange Zeit dafür. Und irgendwann kam mir die Idee, ja, also, oder auch meine Freundin hat ganz klar gesagt, nur weil du jetzt die linke Hand nicht mehr richtig bewegen kannst, du bist immer noch der Musiker wie vorher. Komponieren kannst du immer noch. So, und Thorsten hat mich dann halt auch irgendwie dahin gebracht. Und dann haben wir ja gesagt, okay, wir können das ja echt mal versuchen.